Videospiele streamen oder Vlogs produzieren kann echt Spaß machen. Aber um live zu gehen, sollte man gut vorbereitet sein. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir unsere Top 10 der schockierendsten Twitch-Momente. Man, you know me? Why did you do that? Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir uns Livestream-Momente an, in denen Twitch-User mit etwas Unerwartetem konfrontiert werden. Sei es schockierend oder einfach nur komisch. That guy's just alpha as f*** all around the board. Nummer 10. Eine live-allergische Reaktion. Damn! 1592 beers! Okay, das ist nicht lustig, aber man wird das Video nicht so schnell vergessen. Der Streamer Kuhn ist gerade mit dem Essen fertig und scheint allergisch zu reagieren. Er kratzt sich die Arme und Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben. Dann steht er auf, um gleich wiederzukommen und fällt hin. Das Video läuft ohne ihn weiter und jemand spricht davon, einen Krankenwagen zu rufen oder einfach nur Wasser zu trinken. Jedenfalls geht es ihm wieder gut. Chinglish, I want to make that goblin emoticon. Hit me in Facebook. Nummer 9. Ins Auto eines Fremden einsteigen. Dieser Typ ist einfach cool. Er geht zunächst eine Straße entlang, bis er beschließt, in ein fremdes Auto einzusteigen. Warum? Er hat Michael Jacksons Beat It im Radio gehört. Das macht Sinn. Auf dem Beifahrersitz beginnt er laut mitzusingen, während der Fahrer zu verstehen versucht, was zum Teufel gerade passiert. Seine mutige und flapsige Art ist beeindruckend und unheimlich zugleich. Jedenfalls hat er großes Glück, dass er auf eine ziemlich coole Person gestoßen ist. Nummer 8. Sie sprechen Englisch. Because he, yeah, he's trying to be too nice. Me. Yeah, here. Beim Interview sollte man immer darauf achten, mit wem man gerade spricht. Dieser Twitch-User fordert seinen Kollegen auf, drei älteren Frauen eine ziemlich vulgäre Frage auf Englisch zu stellen. Leider waren die Frauen Engländerinnen und verstanden den Witz. Nani, they want you to ask the ladies behind you if you can eat their ass. Der Typ, der den Streamer begleitet, will aufhören, weil die Situation peinlich wird. Als der verlegene Kollege endlich geht, entschuldigt sich der Typ hinter der Kamera dafür. Ein großes Unbehagen ermöglicht mit Twitch. Sorry, sorry. We were just kidding. Nummer 7. Anna Playing zündet ihre Haare an. Die berühmte französische Gamerin Anna vom Channel Anna Playing steht in ihrem Livestream buchstäblich in Flammen. Und wir meinen buchstäblich, da das League of Legends Spiel noch nicht begonnen hat. Während das Spiel hochgeladen wird, spielt die junge Frau mit ihrem Feuerzeug herum und zündet sich, ähnlich wie Icarus seine Flügel, ihre Haare an. Völlig verrückt beantwortet sie auch noch Fragen, bevor sie bemerkt, dass sie in Flammen steht. Diese Twitch-Karriere ging beinahe in Rauch auf. Nummer 6, zu viele Spiele. Alle sind irgendwie krank im Kopf. Den Beweis liefert das Interview, das auf Twitch übertragen wurde. Ein Journalist interviewt einen Counter-Strike-Spieler und eine Frage lautet, warum er seine Arme verbunden hat. Er scherzt, dass es vielleicht daran liegt, dass er so viel gespielt hat. I'm assuming from gaming too much? Die Doppeldeutigkeit bringt die Zuschauer zum Lachen. Der Spieler versichert, die Verletzungen kämen von den Videospielen, aber nicht jeder ist davon überzeugt. Ehrlich gesagt sind wir uns auch nicht ganz sicher, ob er zu viel mit seiner Maus gespielt hat oder mit seinem Joystick. A lot of gaming. Nummer 5. Katzenangriff. Give me kisses. Das konnte sie ganz sicher nicht ahnen. Zum Ende eines Spiels von Call of Duty wartet die Spielerin Sarah Kate geduldig und drehte sich zu ihrer Katze, die auf ihrem Stuhl thront. Als sie ihr einen Kuss geben will, ist der aber offenbar gar nicht danach und haut sie mit ihrer Tatze ins Auge. Sie ist ernsthaft verletzt und zeigt uns für den Rest des Live-Feeds ihre Tränen, inklusive blutendem Auge. Keine Ahnung, worauf sie wartet. Bitte einfach abschalten und ins Krankenhaus fahren. Nummer 4. Feuerlöscher. Alles lief bei diesem Twitch-Stream gut. Der berühmte Ice Poseidon hing mit seinen Kumpels im Restaurant ab, als plötzlich ein Typ hereinkommt und den ganzen Speisesaal mit dem Feuerlöscher einsprüht und sämtliche Mahlzeiten und das Video ruiniert. Ice Poseidon flieht, filmt aber von außen weiter und versucht zu verstehen, was gerade passiert ist. Bro, oh my God, I'm dying.
bis am Ende die Polizei kommt und wieder Ordnung herstellt. Eine ziemlich miese Sache, die man auf Twitch zu sehen bekommt. Yeah, he came and sprayed us with a fire extinguisher. Nummer 3. Ein Erdbeben beendet den Livestream. It's very serious. A powerful earthquake has just struck Mexico City and video is coming in over social media. Livestreaming kann schwer sein. Dieser Spieler aus Mexico City saß entspannt zu Hause und spielte PlayerUnknown's Battlegrounds, als ein Erdbeben die Stadt erschütterte. Er hörte sofort auf zu spielen und brachte sich in Sicherheit. Und er machte sich nicht einmal die Mühe, den Stream zu beenden. Er schnappte sich den Hund und seine Schlüssel und rannte nach draußen. Hoffentlich ist sein Haus heil geblieben. I will be actually home. Nummer 2. Twitch-Streamer wird von einem Gangster bedroht. Whatever. They know my address. I don't want to get shot. Let me put the speaker back on. Twitch-Streamer Ice Poseidon hat offenbar des Öfteren Pech. Wieder im Restaurant in Los Angeles kommt der Manager und flüstert ihm etwas ins Ohr. Der ältere Mann erklärt ihm, dass er ein Gangster ist und legt ihm nahe, anderswo zu filmen. Right now, before this trouble of yourself, you understand that? You're fucking with the mob over here. Völlig geschockt verschwindet Ice Poseidon. Und ganz sicher fand er das nicht witzig, denn er scheint etwas verwirrt zu sein. Kriminell oder nicht, dieser Streamer wird sich jedenfalls noch lange an diese Worte erinnern. No, I don't want to call the cops, dude. No. If I call the cops, dude, they're just gonna blame it on me. Bevor wir unseren Top-Pick enthüllen, gibt es hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Ah! Oh my God! Oh. Watch out, cause this is true. Nummer 1. Live swatting. Holy f***! What is that at my door? Wait! Als sich dieser Twitch-User gerade entspannt League of Legends widmet, bekommt er unerwarteten Besuch von der Polizei. Sie durchsuchen das ganze Haus, während der verblüffte Spieler zusieht. Als sie nichts finden, ziehen sie wieder ab. Klingt komisch, ist es aber nicht. Ein ganz Schlauer hat die Adresse des Streamers der Polizei mitgeteilt und behauptet, er hätte seine ganze Familie getötet. Das ist das Bescheuertste, was es gibt und man kann ernsthaft Leben in Gefahr bringen. Macht das bitte nicht nach, das könnte nämlich sehr viel schlimmer ausgehen. I mean, guys, if you're gonna play a prank on me, if you got my address, send me a f***ing hooker, a prostitute, not the police. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.